geht, von der Skyline zum Bordstein zurück. Siehst du unsere Welt, wie sie niemals still steht hier. Ich hab vom Boden. Sehr gut, Johnny, wir sehen uns später, yeah. Bro. Alles grüß deine Augen, Bruder. Grüß deine Mama schön von mir. Mach ich mal. Peace, bis gleich. Bis gleich. Plötzlich, wenn ich hier einen Joint rauche. Ja, was ist mit dir passiert, Vito, Alter? Hier ist medizinisches, habe ich verschrieben bekommen. Ach so, okay, wegen deiner Epilepsie oder was? Ja, ja. Ja, du, ey, dann mach alles gut, aber bitte nicht so sehr an den Klamotten, weil, so, weißt du. Okay, ich gehe ein bisschen weiter hinter, Mann. Okay, danke, Bro. Ich such die scheiß Schuhe, die du am Anfang anhattest, Digga. Leute, meint ihr eher NMDs oder soll ich. Also Nikes oder NMDs? Was meint ihr? Nike. Nein, Mann, ich zähle jetzt erstmal ein paar NMDs. Ehrlich. Ich will eine neue Hose suchen, Alter. Palm Angels. Ja, komm. Jetzt noch ein Oberteil. Ja, aber wenn Hose runterrutscht, nicht lachen, ja? Nein, nein. Ich lasse die Jungs schon drauf achten, dass sie die Hose wieder hochziehen. Hast du genug Bargeld dabei? Ja. Johnny. Ja, ja, alles gut. Pass auf, von Tosa habe ich was für dich gefunden. Ja, genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hast du ja aber weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, ja, Alter. Was war das? Ja. 86? Genau, da haben wir hier zum Beispiel die. Oder schwarz. Ah, nee, Mann. Vielleicht ist das was Passendes. Gefällt dir? Na, schau mal, ist viel besser jetzt. Nee, Mann. Findest du nicht? Das ist ja nicht richtig schwarz, Mann. Da ist doch irgend so eine komische. Siehst du das? Ja, ne? Ist ein bisschen, ne? Aber ist nicht schlimm. Ja, oder ein weiß, ne? Auch gut. Okay. Das sieht doch nice aus. Oh, sorry. Entschuldigung. Mann, willkommens. Ich wollte dich eigentlich umarmen, aber irgendwie keine Ahnung, Mann. Ja? Das Sonne jedes Mal, Alter. Mann, Alter. Drück dich doch mal. Ist da Bro, raus. Wo ist dein Hut? Ich hab mir gerade einen neuen gekauft. Ah, okay, sehr gut. Okay, sorry. Die Rechnung geht auf dich, Mann. Kein Problem, Bro. Meinst du, du hast genügend Leute dabei? Oh, fresh. Auf jeden Fall. Guck dich um. Sehr gut. Okay, Jungs, von der Straße kommt runter, kommt zu uns. Hat der verfickte scheiß Wichser da keinen Funk an, oder was? Hä? Steigt ihr neue Auto ein? Ja, ja, können wir machen, Alter. Morgen geht die Reise. Dann lass uns zur Bank fahren. Zur Bank, Alter. Brauchen wir noch wir brauchen noch Geiseln erst. Ja, warte. Entschuldige mich kurz, eine Sekunde. Oh, Vito, hast ja auch mal was Neues geholt. Ja, ja. Das habe ich bei Sonny mit in die Tüte reingelegt. Das ist jetzt nicht aufgefallen. Danke, Sonny, ja? Ach, alles gut, Bro. Hans, kommst du? Anton. Gönnt euch. Ich bleib fahren. Hier. Ja. Macht ihr das? Opa, fahr du mit. Fahr mit Esso, geil. Nein, kann das nicht ein Erfahrener machen. Sonne, kommst du, ja? Gönn das, warte. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Hier, yeah. ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. Wer ist das? Ich weiß nicht, wer das ist. Ach, da, hier war irgendwas. Ja, ja. Alles gut, Alter. Alles gut, okay. Sonny macht jetzt Bankraub, ja? Ja, will ich doch mal stark hoffen, Alter. Aber die brauchen ganz schön lange, ja. Ich wollte gerade sagen, das wird ja ein super Banküberfall. Ja, ja. In das Hinterauto. Ich bleib dann in der Nähe. Aber zu welcher Bank wollen die? Ey, fahrt mal vor, ich weiß nicht wohin. Okay, fahr vor. So, bist du zufrieden mit deiner Kleidung? Nein, Mann. Nicht? Nein. Oh, Mann. Ja, schauen wir uns zusammen nochmal an. Ja, aber jetzt erstmal okay. Alles gut. Perfekt. Ja, deine S-Klasse ist, glaube ich, beim Abschlepphof. Die müssen wir später holen noch. Oh. Ja, ja. Oh. Ich glaube, die hast du das letzte Mal nicht eingepackt. Das kann sein, ja. Da war wohl der ADAC dann. Oh! Entschuldigung. Was für Sehen. Bis dann, Leute, wir sehen uns. Okay, alles gut. Was für Sehen. Das hat gesessen, Mann. Alter, Hans, ich wusste gar nicht, dass du Schläge bekommst. Oh. Aus Versehen, sorry. Ja, aber gut. Leute, am besten verteilt euch, holt uns. Wir brauchen noch mehr Geiseln. Steigt in den Autos ein. Die Jungs bringen, glaube ich, 2 Geiseln jetzt, ne? Okay. Habe ich so eben gerade gehört im Funk. Geht's dir gut, Sonny? Bro, ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Boss, wir holen die nächste Geisel. Meine Hose, die ist so eng. Ich kann meine Waffe gar nicht rausnehmen, Alter. Dein zweiter Finger. Ja. Und am besten schiebst du die Waffe so an zweiter Stelle, dass du dann den zweiten Finger benutzt, um die Waffe rauszuholen. Ja, geht doch. Oh. Oh, Scheiße, Mann! Ey, Mann!
Okay, so. Die anderen Jungs, besorgt uns noch mehr Geiseln. Sonny, kommst du mit? Ja, klar. So, Jungs, ihr stellt euch alle stabil auf. Am besten zwei an der Tür hier. Mit Langwaffen. Wenn wir die Langwaffe rausholen. Ja, ja. Bleibt an der Tür da. Okay. Jungs, hört mal zu. Die Cops, die rüsten sich gerade auf und es kann sein, dass die gleich hier sind. Also, drei Leute will ich an der Tür stehen haben. Sonny, komm mit, Bruder. Verdammte Scheiße, Mann. Es geht los. Okay, passt auf, wir brauchen noch mehr Geiseln. Yo, wie ist dein Name? Wie dein Name ist, verdammt nochmal. Hotte. Yo, verdammte Scheiße, Mann. Wie ist dein scheiß Name, Mann? Hotte. Hotte? Warte. Ja, so heiß ich. Hotte. Warte. Hotte. Hotte, ja. Hotte? Hotte. Mit H. Wer ist das? Otter. Patron. Das ist ein Tier. Wie ist der hier reinkommen? Ist hinten auch noch eine Tür? Hey Johnny, hinten ist auch eine Tür, Mann. Euer Ernst? Hier ist einfach ein Ausgang und hier steht niemand? Verdammte Scheiße, Mann, warum steht keiner beim Hintereingang? Was ist los mit euch, Mann? Leute, warum nicht euer Ernst hier? Jo, Benjamin, ruf mal noch zwei Leute hier hin. Zwei Mann sollen noch hier stehen. Opa, du wartest, ich geh aufs Klo. Ja, mach schnell, sag ich. Ja, ich war jetzt lange Zeit im Urlaub und jetzt habe ich gedacht, komme ich mal wieder in die Stadt und jetzt bin ich hier. Ja, okay, jetzt. Psst. Wo jetzt? Was kommt da? Halt dich nicht an der Tür, so. Sonny, alles gut bei dir? Ja, weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Ich habe gar keine Maske. Was ist denn los? Ich habe gar keine Maske, Dicker. Aber die sollen schon ruhig wissen, wer die Bock überfallen hat. Mir scheißegal, Alter. Ja, ja, pass auf, Sonny. Hm? Du weißt doch, wie die alten Zeiten. Ich habe auch keine scheiß verfickte Maske. Ich wollte gerade sagen, komm, verstecken uns nicht hinter Masken. Hol am besten deine Waffe schon mal raus. Hast du auch Patronen dafür für die AK? Ja. Am besten zielen und gleich nachladen. Sonny. Hm? Wir wollen jetzt das große Geld, verdammte Scheiße, Mann. Okay, alles klar. Wir gehen gleich zusammen runter, während die Jungs hier aufpassen. Mhm. Jack, wie sieht's aus mit den anderen Geiseln? Verdammte Scheiße, Mann, die sind doch... Was für Vollidioten, Mann. Tommy, wenn wir das überleben, habe ich eine fette Überraschung für dich, Mann. Jungs, wie sieht's aus? Johnny, du Hänger, was geht jetzt? Ja, die Geisel, die steckt ja irgendwie fest. Okay. Oh, Mann, Alter. Okay. Hey, Johnny, Sonny. Hm. Wollen wir das nicht überleben? Ich lieb dich, okay? Ich lieb dich, Mann. Bro, schaffen das, Mann. Komm. Auf jeden Fall, Mann. Also, was geht jetzt? Die Geisel kommt jetzt rein und dann starten wir das Ganze. Ah, da okay, lass sie. Okay, los. Okay. Vorsichtig an der Tür hinten. Vorsicht, ich hatte gerade kurz Kopfschmerzen. Okay. Kein Problem. Hast du Aspirin bekommen? Ja, Mann. Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Sehr gut. Ich bin bereit. Kannst du mir ganz kurz die Kabelbinde abmachen, Mann? Wer redet da? Hotte oder was? Die stehen schön draußen mit gepanzerten Fahrzeugen. Da sollen die ruhig kommen. Jo, soll ich den Name? Handschellen alle dran machen? Natürlich, beiden Handschellen. Wie ist dein Name? Wir will mit keinem reden. Ey, Glatzkopf, wie ist dein Name, hat man dich gefragt. So, Jason. Jason, verdammt, du siehst nicht gesund aus, Dicker. Patron. Ja, Digga, ich wollte gerade zum Schönheitschirurgen, Alter, und dann werde ich direkt in der ersten Minute entführt, Alter. Hartes Leben, ne? Gespräch jetzt aufgenommen. Auf jeden Fall, Mann. Willst du jetzt beschweren oder willst du jetzt einfach stehen bleiben leise? Ich bleib stehen und bleib leise, denke ich. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Besser ja, für deine Nase. Wir dürfen nicht durcheinander reden, so viel. Der nächste Schritt. Wie geht's weiter? Ja, ich bin jetzt schon aufgeflogen, weil ich keine Maske trage, ich Idiot. Ja, rate mal, wer noch keine Maske hat. Egal. Oh, wir haben alle keine. Aber Hans, ganz ehrlich, dein Gesicht sieht aus, als würdest du schon von Natur aus eine Maske tragen, Alter. Ja, ja, ne? Danke schön. Geil. Kompliment, oder? Geil. Redet leise, Jungs. Pass auf. Ich werde jetzt machen, dass die Cops reingucken, sich die Geisel angucken. Die wollen ja die Geiseln sehen. Hm. Sobald die Cops drin sind, werden wir die auch als Geiseln nehmen. Wir werden heute ein großes Ding ziehen, okay? Okay. Pass auf. Sonny, du kommst mit mir, Bruder. Komm mal.